Eine unserer beliebtesten Schüsselserien ist die Allegra-Serie. Die haben wir jetzt schon einige Jahre im Programm. Wechseln immer mal die Farben. Im Moment, also Stand Sommer 2020, haben wir blau-grüne Serien im Programm. Ich würde es Petrol und Türkis nennen. Wie ihr es nennt, überlasse ich euch. Zu Allegra muss man nicht viel sagen. Sie ist schön, das seht ihr selber. Sie ist praktisch und sie ist dicht schließend. Das Besondere an der Allegra ist, dass ihr die zwar entlüften könnt, aber nicht müsst. Öffnen und schließen, habt ihr gesehen, ist ganz einfach. Es gibt einen Griff, an den zieht ihr hoch und dann ist offen. Zum Schließen drückt ihr einfach runter. Das geht natürlich besser, wenn ihr auf dem Tisch stehen habt. Und dann ist die dicht. Also diesen klassischen Tupper-Seufzer könnt ihr machen, müsst ihr aber. Das Schöne ist, wenn die dicht ist, ist die dicht. Das heißt, wenn ihr die transportieren wollt, könnt ihr das auch gerne hochkant machen. Wenn ihr Cremes drin habt, ist das blöd, weil nachher die Schüssel versaut ist, aber rauslaufen tut da nichts. Ja, Salat drin servieren, wunderbar. Aber auch zum Frischhalten super geeignet. Mein Tipp, Chips hier drin. Bleiben knackig, ihr habt nicht irgendwo Tüten rumstehen, die dann plötzlich doch auf sind. Ja, wie ihr seht, es gibt die in verschiedenen Größen, dafür stelle ich die einfach mal weg. Das war nur der Einfachheit halber, damit ich den Ton nicht auflösen musste. Wir haben 5 Liter, wir haben 3,5 Liter, wir haben 1,5 Liter, wir haben 740 Milliliter und wir haben die kleinen Schälchen mit 275 Milliliter Fassungsvermögen. Wer jetzt aufgepasst hat, der hat gesehen, ich habe eine übersprungen. Das waren nämlich die runden Dosen. Aber wir haben auch eine eckige. Die hat 2,5 Liter Fassungsvermögen. Ist halt nur eckig gearbeitet. Dennoch schließt die dicht. Also auch hier drin könnt ihr Flüssigkeiten transportieren, Chips aufbewahren, wie ihr möchtet. Die ist einfach nur eckig. Was schön ist. Ich habe schon gesagt, es gibt die in blau-grün, wobei es da zwei blau-grün Farben gibt. Ich zeige euch das mal bei den 275 Milliliter Schälchen. Das ist nämlich die einzige Kombi, die es tatsächlich dann in beiden Farben gibt, aber immer nur im Set. Also einer in Türkis und eine in Petrol. Die großen Schüsseln bis 2,5 Liter gibt es immer in Petrol und die kleineren in Türkis. Übrigens haben wir auch zur Allegra das passende Salatbesteck. Da muss ich nicht viel zu erklären, deshalb zeige ich es einfach nur. Damit ihr die Allegras auch möglichst lange in einem schönen Zustand habt, ist es natürlich immer sinnvoll, mit Kunststoff daran zu arbeiten. Metall gibt Kratzer, das ist einfach so. Metall ist härter als Kunststoff. Es gibt nicht nur die Allegra-Schüsseln. Wir haben zusätzlich auch noch einen Essigölspender, wir haben eine Gewürzmühle, wir haben das Mikro und Dip, in dem ihr sowohl servieren als auch ein Schokofondue machen könnt. Das alles sind aber Sachen, die ich persönlich für zu speziell finde, um sie jetzt hier mit reinzubringen. Deshalb gibt es dafür ein extra Video. Die Schüsseln könnt ihr ineinander stapeln, das ist natürlich praktisch. Im Schrank nehmen sie also nur Platz von der 5 Liter Schüssel ein. Achtet immer darauf, damit es am besten gestapelt ist. Die 3,5 Liter kommt nach unten und dann erst die 5 Liter Schüssel. Ja, das ist die Allegra, aber die Allegra ist erst komplett, wenn ich euch dazu auch unsere Perle gezeigt habe. Die Perle ist für mich ein Dip- und Snackschälchen. Das heißt, ihr könnt da vier verschiedene Snacks reintun oder Dips reintun oder Dips und Snacks, wie ihr wollt, und könnt das so auf den Tisch stellen. Dazu gibt es auch einen Servierdeckel, der ist separat erhältlich. Den könnt ihr aber auch zum Servieren nutzen. Das heißt, im Prinzip könnt ihr den genauso nutzen wie auch die Allegra. Sieht nur nicht ganz so stylisch aus. Den könnt ihr halt zum Abdeckeln hier drauf legen. Das heißt, der verschließt zwar so, dass kein Dreck, keine Fliegen oder sonst was drankommen, aber das ist nicht luftwasserdicht, hält nicht frisch oder sonst was, ist halt nur zum Drauflegen gedacht.
Das ist die Perle. Wie gesagt, die gehört ganz klar zur Serie dazu. Was auch dazu gehört, ist unsere Obstschale. Die gibt es aber im Moment nicht. Deshalb ist die auch in einer anderen Farbe. Die hat einen zweiteiligen Behälter. Das heißt, ihr habt hier auch so ein bisschen Abtropffunktion drin. Und ist halt wirklich um Obst, ich sag mal, zu präsentieren. Also da geht es nicht um Lagerung, da geht es auch nicht um Frischhalten oder sonst was. Es gibt ja auch keinen Deckel zu. Das ist eine Obstschale, die ihr auf den Tisch stellt, weil die Allegra ein sehr schönes Design hat. Ja, ich habe euch schon am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Farben. Unsere Allegra ist ein Chamäleon. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt die also in vielen verschiedenen Farben. Ich habe da mal was vorbereitet. Da seht ihr die ganze Pracht. Wir haben die schon gehabt in Rot-Gold. Wir haben die schon gehabt in Espresso-Apfelgrün. Wir haben die schon in Babyblau und Weiß gehabt. Wir haben die schon in Gold und Weiß gehabt. Wir haben die schon in Schwarz und Gold gehabt. Und wir haben die schon in einem Mittelblau und Weiß gehabt. Also ihr seht, wir haben schon viele gehabt. Ich bin sicher, ich habe nicht alle Farben hier. Fragt einfach nach, wenn ihr Interesse an einer bestimmten Kombi habt. Ich benachrichtige euch da auch gerne. Übrigens kann man die Allegras auch schön miteinander kombinieren. Wenn ihr zum Beispiel die 2,5 Liter und die 740er ineinander stellt, könnt ihr in die Mitte Dip machen und hier außenrum Gemüsesticks positionieren. Das sieht sehr schön aus. Was ich aber genauso schön finde, wenn ihr einen Tisch schön dekorieren wollt, dann sieht das natürlich immer schön aus, wenn ihr so eine Schale auch was höher positioniert. Dafür nehmt ihr einfach das Dessertschälchen, legt das auf den Kopf und stellt dann da die 3,5 Liter Schüssel drauf und dann habt ihr eine tolle Schale.